jetzt gerade noch so geschafft. Oh, danke. Alles in Ordnung? Alles in Ordnung, wie immer. Das ist neu. Zieht voll durch. Für Fatis Betriebsvergnügen? Genau. Bist bestimmt wieder die Schickste. Das Essen wäre angerichtet, meine Damen. Geheimnisse? Frauensache. Deine Modeexperten werden von Neid erblassen. Es war wunderbar, Richard. Wie immer. Danke. Na, dann wollen wir mal abwaschen. Können wir doch bis morgen stehen lassen. Ich mach das schon. Meine Füße. Die Martha-Instrumente hättest du längst ausziehen können. Einmal noch, ich muss halt doch zeigen. Ich stehe auf dem Laufsteg. Tja, das habe ich immer an dir bewundert. Mami, Mannequin sein ist toll, oder? Ja. Ich kann mir nichts Tolleres vorstellen. Richard. Ja? Ich hab's gespürt vom ersten Tag an. Was? Abgeschoben mit dem kleinen Schwarzen. Für die reifere Frau. Conny ganz voll mit dem großen Abendkleid. Ich bin zum letzten Mal mitgefahren. Das sagst du jedes Mal. Nein, nein. Dann kommt ein neues Angebot und du bist wieder oben auf. Diesmal ist es ernst. Es gibt genug Modenschauen. Man muss wissen, wann man aufhört. Hauptsache, mit uns ist alles, wie es war. Was sagst du? Sieht doch schon ganz anders aus, ne? Tag. Ach, neue Gartenmöbel brauchten wir auch mal. Bis jetzt haben wir das gar nicht richtig genutzt. Das Haus müsste verputzt werden. Du, ich finde schon jemanden, der das macht. Ich gehe schnell zum Friseur. Sie schiebt mich dazwischen. Flora? Ja? Dieses Betriebsvergnügen. Oh, ich gehe ganz gern hin. Es wäre besser, wir gingen nicht. Richard, sie muss sich damit abfinden. Ich denke, es ist aus. Ich wollte es, glaub es mir. Nein. Da spiele ich nicht mit! Ich finde, der sieht aus wie du. Finster. Genau. Willst du jetzt erst zum Friseur? Ich weiß nicht, ob und wann ich wiederkomme. Aber Mami. Tschüss. Warum sie schon krach? Quatsch. Vielleicht hat sie einen anderen. Meine Mutter ist 40 und mein Vater ist ganz prima. Er freut sich auf sein Betriebsvergnügen und sie haut ab.
Mit diesem Finale beenden wir unsere Musterschau, mit der wir Ihnen einen Einblick in die gewachsene Leistungsstärke unserer Pelzindustrie geben wollten. Das Außenhandelsunternehmen Interpelz bedankt sich für Ihre Aufmerksamkeit und wünscht Ihnen noch einen angenehmen Abend. Ist der schön. Möchte man gar nicht wieder ausziehen. Steht mir sowas? Dir steht eine Rotznase. Hast es mir beigebracht. Wer möchte, kann hier bleiben. Ihr könnt alle mitfeiern. Ihr seid eingeladen. Ah, oh, Tasche Flora. Ja. Bitte. Oh, danke schön. Danke. Klappt denn bei dir der Termin? Ich weiß noch nicht. Wo geht's denn? Axels Geburtstag. Na Mensch, Brühlpätzchen Ulaanbaatar-Mädel. Da überlegst du noch. Na, ich werde es ihm schonend beibringen. Na gut. Übrigens, wir heiraten. Axel, na, überlegst du nochmal. Naja, er will so ein richtig normales Leben. Kind, Neubauwohnung und alles, was du dazu und du? Gehört. Naja, hat schon was für sich. Ja. Und die Karriere? Du hast es doch auch geschafft. Wir wollen tauschen. Die zwei kleinen Wohnungen gegen eine große. Das klappt bestimmt. Wenn der Axel sich mal was in den Kopf gesetzt hat, kann ich mich drauf verlassen. Hörst du mir überhaupt zu? Stimmt das nicht? Er hat nicht Schluss gemacht mit dir. Na und die Blumen auf dem Flughafen? Ich mag heute nicht nach Hause. Jetzt trinken wir erst mal einen und dann kommst du mit zu mir. Hm? Der wird schon merken, was er an dir hat. Na, soll er sich da auch mal Sorgen machen. Ja? Wo warst du? Ich habe mir Gedanken gemacht. So? Hast du? Und? Was denkst du? Warum, Richard? Versuch doch wenigstens, es mir zu erklären. Nur weil sie jünger ist? Du hast mir versprochen, dass es aus ist mit ihr, wenn ich zurückkomme. Ich hab dir geglaubt. Es war doch alles wieder in Ordnung zwischen uns. Nun sag doch schon, was du an ihr findest. Das kann doch nur eine Laune sein. Du hast es immer verstanden, dir etwas vorzumachen. Dir und anderen. Flora, glaub mir, dass ich es mir nicht leicht mache. Versteh mich doch. Ich weiß nicht, ob es dauert. Das Beste ist, es bleibt erstmal alles so, wie es ist. Rieke soll nicht darunter leiden. Oh, das ist ja widerlich! Musst du schon wieder weg? Nee. Ja. Na, was denn? Ich
Wir werden uns für eine Weile trennen. Dein Vater und ich. Aber warum denn? Mami, was ist denn los? Du kannst es mir doch sagen. Wie soll ich das erklären? Mami, ich schwöre, ich mache alles, was ihr sagt, ohne Diskussion. Aber bitte vertrag dich wieder mit Vati. Bitte. Ruhigchen. Wenn das so einfach wäre. Ich will aber, dass alles so bleibt, wie es ist. Ich kann nicht. Und ich will auch nicht. Vati und ich, wir haben im Moment ein paar Probleme und brauchen ein bisschen Zeit zum Nachdenken. Ich ziehe vorläufig zu Conny. Ja, und wie soll es weitergehen mit uns? Ricke, komm doch mit. Du, ich brauch dich jetzt sehr. Und Vati? Ich gehe hier nicht weg. Das ist doch unser Zuhause. Es ist bestimmt nicht für lange. Ich bleibe hier, hörst du? Für immer und ewig. Entschuldigt, aber wenn man auf die Straßenbahn angewiesen ist, hält sich ja nichts übertragen worden. Was ist denn los? Der Wolf kommt wieder mit seinem Magen. Ich habe ihm schon tausendmal gesagt, er soll zum Arzt gehen. Soll das heißen? Wir packen die Klamotten wieder ein. Na was denn? Wollt ihr das Honorar einfach sausen lassen? Na, ohne Ansage? Ja, kann dir denn niemand vertreten? Ich bin kein Sprecher. Mensch, hör mal, das kann nicht so ein Problem sein. Ich weiß was. Flora, du bringst es. Ja, das Honorar wäre gerettet. Und der Verkauf anschließend? Warum nicht? Na, wird schon schief gehen. Los, Kinder, zieht euch um. Mensch, das ist klasse. Ich weiß nicht. Oh. Nicht die Gästen, Kinder, hat jemand eine Sicherheitsnadel? Ah, wir reden ja schon. Merkt doch jeder. Als nächstes, meine Damen und Herren, zeigen Ihnen Conny und Renate zwei festliche Overalls in den für die kommende Saison aktuellen Modefarben Gold und Rosenholz. Ein gescheiter Mann, Guy de Maupassant, hat einmal gesagt, kleidet sich ein junges Mädchen zu damenhaft, verrät sie, dass sie ihre jugendliche Frische nicht auszunutzen versteht. Aber kleidet sich eine reifere Dame zu jugendlich, zeigt sie nur, dass sie den Vorteil der Reife nicht als Trumpf zu nutzen weiß. Und eine so gescheite Frau ist die Leiterin des Betriebes und gleichzeitig die Modegestalterin dieses figurenfreundlichen Kleides, das Ihnen Jeanette zeigt. Sie sehen, wie gut eine nicht so schlanke... Oh, Entschuldigung, das ist natürlich nicht Jeanette. Tja, wenn eine Frau sich besonders schön machen will... Sag mal, wäre das nicht ein Job für dich? Ach, so
So einfach ist das nicht mehr. Hört ihr mir? Nein, ich muss gehen lassen. Vorsicht, Rickchen. Wir müssen es ihm zeigen. Das wird er noch bereuen. Ja, ja, mein Kind, aber erstmal gehen wir schlafen. Sag, hast du überhaupt was mit? Oh, nee. Ach, warte mal, ich guck mal. Hier, das. Danke. Riecht nach dir. Mo, kannst es behalten. Richard, entschuldige, wenn ich dich störe. Friederike ist bei mir. Ja, bei mir. Und da bleibt sie auch. Zufrieden? Hm? Mami? Hm? Ich heirate mal nie. Na hier, die sind für dich. Na, damit es nicht ganz so traurig hier aussieht. Danke. Überhaupt, Conny, ihr wolltet doch eigentlich eine größere Wohnung. Ach, vielleicht besinnt sich dein Richard und ihr zieht wieder zusammen. Na, und so lange kommen wir schon zurecht. Find's anständig von deinem Axel. Begeistert war der gerade nicht. Ja, dann könnten wir eigentlich, oder? Ach, ich dachte, zum Abschied. Oh ja, wir trinken noch einen. Aber nun fehlen die Gläser. Zahngläser. Für mich aber nicht, ich muss fahren. Flora, du wirst eine Menge brauchen. Willst du nicht doch deinen Mann? Nein. Na, wie willst du zurechtkommen, die ganzen Ausgaben allein? Oh, ich finde schon was. Also, mir wäre das unheimlich. Ich muss genau wissen, womit ich im Monat zu rechnen habe. In dem Job gibt's immer mal eine saure Gurkenzeit, das ist normal. Normal? Na ja. Komm, Conny, wir müssen. Ich helfe dir doch, warte. Oh, ja. Mach's gut, Flora, hm? Und grüß Riekchen schön. Ich danke dir schön. Tschüss. Tja, also, wenn Sie wollen, male ich Ihnen das bisschen hier. Am nächsten Wochenende? Oh, danke, Axel. Sie haben mir schon so viel geholfen. Ach, ist ein Schatz? Ich dann los. Die Tasche. Meine Tasche. Tschüss, Flora. Wir sind ja nicht aus der Welt. Der stinkt mir. Schließlich ist er dein Vater. Oh, Familiensinn, wa? Rieke, dein Stundenplan hängt noch in deinem Zimmer. Unterricht in der Produktion. Und? Na, wie geht es euch? Mami ist gerade dabei, sich eine neue Anstellung zu suchen. Aha, als was? Als Mannequin. Es wird nicht einfach sein. Mami ist doch keine Oma. Wollen wir irgendwo hinfahren? Eis essen? Eigentlich, finde ich, gehört das Auto ja einer Mutti, wo du schon das Haus hast und alles. Das ist Omas Haus. Das ist unfair. Weißt du eigentlich, was das alles kostet? Die Teller, die Tassen, die Tapeten und der ganze Quark? Rieke, ich verstehe ja, dass es ein Schock für dich war, aber... Lass mich zufrieden. Rieke, ich habe eine Überraschung für dich. Vati. Oh, Dirk, das ist... Nein, ich will es nicht. Mensch, Rieke! Du halt dich da raus! Rieke, das Moped gehört dir. Du kannst es dir abholen. Jederzeit. Es steht in der Garage. Der Zündschlüssel liegt in der Kassette. Komm, du.
Ja, hier ist Flora Herfurth. Es geht um einen Brief. Ja, richtig, ein Trägerbetrieb für eine Modenschau. Ach, das mit der Sprechererlaubnis, das werde ich noch. Nein, habe ich noch nicht, aber... Ach so. Ja, dann hat sich das erledigt. Costa? Wieder nichts. Ich habe gerade angerufen. Damit hätten alle abgesagt. Bleibt nur noch einer übrig. Der Betrieb von deinem Vater. Naja, dann werde ich mir was anderes einfallen lassen müssen. Eine Saunawärterin vielleicht. Weißer Kittel, nette Kundschaft, Trinkgeld. Du? Meine wunderschöne Mami. Rickchen, willst du dir das Moped nicht doch abholen? Das kann er sich einpökeln. Ja, aber bei uns ist es vorläufig nicht drin. Weiß ich doch, Mami. Ich will auch gar keins mehr und auch kein langes Kleid mehr. Zum Abschlussball? Sowieso taub. Soll Duck doch mit Simone rocken. Sag mal, sind eigentlich alle Männer so? Mal ehrlich. Ich finde mich hübscher als Simone, oder? Aufs Hübschsein allein kommt's nicht an. Man muss was aus sich machen. Natürlich kriegst du ein ganz tolles Kleid. Und du? Du sitzt dann da ganz alleine am Tisch. Wenn ich ein Junge wäre, dann könnte ich mit dir tanzen. Ich bin aber sehr froh, dass du kein Junge bist. Du findest den Dirk vielleicht albern, aber... Naja, ich finde den gut. Ja? Hier Flora Herfurth? Ach, Conny. Conny hat noch kein Telefon. Worum geht's denn? Nudeln? Ach, Nudelreklame. Ja, du, das könnte ich auch übernehmen, oder? Nein, ich habe sowas noch nicht gemacht, aber warum nicht? Ja, ich mach das, du. Ja, natürlich, warum nicht? Das wäre doch mal ein Spaß, was? Ja, wann? Warte mal, ich guck mal nach. Du, ja, da geht es. Prima. Ja, ich freue mich drauf. Okay. Danke, tschüss. Mami? Ja? Vati, bettest du nicht an, nein? Du siehst schlecht aus. Danke. Ich wollte euch diese Woche besuchen. Ja? Ja, der neue Wartburg kommt. Und da wollte ich dich fragen, ob du den alten übernehmen willst. Ist das der Anfang unserer Gütertrennung? Nein, so musst du das nicht sehen. Rike hat mich auf die Idee gebracht. Ach, ehe ich's vergesse. Hier ist das Geld für Rike. Kann ich euch sonst irgendwie helfen? Deswegen bin ich hier. Ich möchte eine Verkaufsmodenschau leiten. Eine Tournee. Ich brauche dafür eine Kollektion. Aber das sind doch Hirngespinste. Du hast eine Zulassung als Mannequin. Damit kannst du doch keine Modenschau leiten. Dazu braucht man eine Genehmigung mit allem Pipapo. Zuerst brauche ich einen Trägerbetrieb. Und ich dachte, dass du... Du, Richard, ich habe das mal gemacht und das hat mich unheimlich fasziniert. Du könntest bei uns arbeiten. Am Band, ja? Wo ich mal angefangen habe. Im Versand vielleicht. Ah,
Kleider einpacken den ganzen Tag. Für 650 Mark im Monat. Nein, als Sachbearbeiterin. Sicher, das wäre eine Umstellung für dich, aber... In der Kantine sitzt du dann mit deiner Freundin am Nebentisch. Hm? Nee, danke. Das war ja auch nur eine Frage. Oh, hab da noch andere Möglichkeiten. Geworden. Ja. Die Große ist 21. Ah ja, das Lehrerin. Schön. Ich habe diese Bilder abonniert. Die Bilder zeige ich immer meinem Mann und sage, siehst du, mit der habe ich mal zusammen gelernt. Mach's gut, Ärmchen. Lass dir gut gehen. Hm? Dir auch, Flora. Hat er angegessen? Kein Interesse. Hättest dich eben mit deinem Alten nicht verkrachen dürfen. Hübsch. Wie hoch ist denn die Stückzahl? 2000 in 10 Tagen. Oh, 2000. Hm, das ist ein großer Posten. Sonst ist alle 3 bis 5 Tage ein Modell für mich. Wie viele Bänder laufen? 4. Also in 3 Tagen 4 Modelle. In einem Monat 40. Ja, so ungefähr. Naja, mehr braucht Frau eigentlich gar nicht. Wenn dieser Bürokrat nur wollte. Vielleicht klappt's doch noch. Nee, Jeanette. Ich hab's überall versucht, bevor ich bei ihm zu Kreuze gekrochen bin. Ich steig aus. War ganz schön immer nebenbei. Ja. Müsste mal im Lotto gewinnen. Tja, vielleicht gewinnst du in einem Monat mal 40 Modelle. Also nochmal, ja? Strahlen, Mädchen, strahlen! Aber doch nicht so. Brav, bieder und unheimlich beglückt. Über Brühnudeln, was? Über Nudeln, genau. Dir nimmt man einfach nicht ab, dass du schon jemals welche gekocht hast. Wie sieht man da aus, deiner Meinung nach? Naja. Entschuldige bitte, ich bin heute... Es geht nicht. Ich bin einfach nicht in Form, verstehst du? Okay, mein Fehler. Ich wohne jetzt bei Conny, weißt du? Verstehe. Nicht doch. Wird schon was dabei gewesen sein. Wenn du mal was anderes... Das ist ja einfach nicht mein Genre, weißt du? Axel! Ahoi! Conny! Conny! Hallo! Hierher! Wie kommst du denn hier? Conny! Ich dachte, du bist gekommen, weil du Sehnsucht hast. Das auch. Ich habe ihr doch zugeredet. Außerdem verdanke ich ihr viel. Wie lange hast du nun vor, sie finanziell zu unterstützen? Du hast dir doch schon die Wohnung überlassen. Und die können wir sowieso abschreiben, wenn es aussieht. Schulden aber die große Dame spielen. Und unsere Schrankwand? Mein Honorar von Sofia kommt doch noch.
gestern Sofia, morgen Vladivostok. Soll das ewig so weitergehen? Flora sagt, ich werde mal ganz groß. Flora, Flora. Jetzt kann sie vor Hunger nicht in den Schlaf kommen. Ja, sie hängt eben an diesem Beruf. Aber das ist kein Beruf. Du weißt ja ganz genau, dass man das bloß ein paar Jahre machen kann. Na und? Dann gehe ich eben und dekoriere wieder Schaufenster. Aber du siehst ja an Flora, was dabei rauskommt. So? Was denn? Na ja, die ist versaut. Warum redest du so abfällig? Meinst du, nur deine Arbeit ist was wert? Conny, es macht mich verrückt, wenn ich hier nachts im Bett liege und mir vorstelle, wie du halbnackt vor anderen rumtanzt. Und du ziehst da rum wie ein Zigeuner. Meinst du, mir macht es Spaß, eine Wochenendehe zu führen? Aber das hast du vorher gewusst. Du auch. Mit welchem Recht verlangst du, dass ich Kompromisse mache? Ich kann nur mal unser Kind nicht bekommen. Nein. Verdammt nochmal, es ist mir ernst, Conny. Mir auch. Mal was anderes. Unser Lottojuwel. Jeanette? Du brauchst keine Bange haben, das merkt kein Mensch. Hast du ein Bier? Pack das wieder ein. Ich will damit nichts zu tun haben, verstehst du? Aber so hattest du es doch gemeint. Mensch, ich kann nur das Zeug nicht wieder zurücknehmen. Wie steht's denn? Hallo? Jeanette hat schon erzählt, was los ist. Grüß dich, Flora. Sind das die Sachen? Zeig ja. Mal. Na, schick. Wieso eigentlich Ausschuss? Na ja, da sind Kleinigkeiten, eine falsche Naht. Jedenfalls war es ein billiger Posten. Sind da auch noch welche drin? Ja. Was ist denn nun? Aber du machst doch mit. Na, ich kann euch doch jetzt nicht im Stich lassen. Aber nur, solange bis die Show angelaufen ist. Axel. Wir wollen ein Kind. Was denn demnächst? Nein. Mal sehen. Ach, na, da kommst du auf ein halbes Jahr nicht an. Conny, wir brauchen dich doch. Naja, aber dann müsst ihr euch eine andere suchen. Ja, mich. Na, das ist ja gar nicht. Wie sehe ich aus? Ganz süß. Mensch, wo hast du denn die Plünen her? Aus unserer Truhe von Oma. Na, Party war nicht da. Dreh dich mal. Die Spitzen. Ein Knöller. Was, hast du noch mehr davon? Jede Menge. Oh, rutsch mal her. Die Korsette, die kriegt man unten. Und davon kannst du kaufen, was du noch brauchst. Wo hast du das Geld her? Na, ich hab's Moped verschlitzt, das hat mir gehört. Hier, du bist dicker. Das wird ein Renner. Jetzt kann ich endlich ein Abendkleid tragen. Ja, wir bauen die Show aus. Das kommt irre bei den Leuten an. Na, nun sag doch mal was. Ja, die Idee hat er noch keine. Gut, damit wäre die Show komplett. Ja! Für die junge Trägerin zeigt uns Conny hier ein Schürzenkleid, das durch die Rüschengestaltung an den Trägern eine romantische Note erhält. Das lustige Karo gibt diesem Kleidchen seinen jugendlichen Pfiff.
Damen und Herren. Unsere Monikers möchten sich recht herzlich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Sie waren ein charmantes Publikum. Und als Abschluss des heutigen Abends überraschen wir Sie jetzt mit einem Extra-Knüller. Termin? Oh, nächsten Donnerstag, ja? Reicht toll. Wicke deine Honorar. Dein erstes selbstverdientes Geld, Mädchen. Na, brauchst du es nicht selbst? Nein, das wird gespart fürs Kleid zum Abschlussball. So, jetzt schminken wir dich erstmal ab. Komm her. Tja, tja, Einfälle muss man haben. Mal fertig, ich will ihr ein komplettes Elternpaar vorzeigen können und nicht wie eine Halbweise dastehen. Du kriegst die eben rum. Au! Entschuldige. Trampel. Du bist aus dem Trott? Ja. Meine Mutter war ja erst dagegen, aber wie es aussieht, wetten, dass sie sich wieder vertragen? Es wäre mir lieber, du würdest das Geld für Friederike monatlich überweisen. Aber ich möchte euch ja ab und zu mal sehen. Das Moped hat sie übrigens verkauft. Das Geld bekommst du natürlich wieder, sobald es geht. Nein, nein, Flora. Sie ist als Überbrückung. Ich habe mit der Kaderleiterin gesprochen. Du kannst bei uns anfangen. Es geht auch ohne dich. Auch wenn du denkst, ich sei auf dich angewiesen oder zu alt. Aber nein, das bist du wirklich nicht. Nein? Du siehst blendend aus. Steht dir gut das Mariekleid? Den Anblick hättest du auch früher haben können. Das war fürs Betriebsvergnügen bestimmt. Flora, du hast natürlich ein Recht auf geregelte Verhältnisse. Reich die Scheidung ein, wenn du willst. Nun bitte ich die jungen Herren, ihre Frau Mutter und die jungen Damen, ihren Vater, zu einem langsamen Walzer. Darf ich bitten, mein Herr? Ja, mit dem größten Vergnügen. Siehst echt jünger aus damit, ehrlich. Komplimente, meine Damen. Wir müssten mal zusammen in die Disco gehen. Womöglich denkt dann einer, ich wäre deine Freundin. Abgemacht. Unsere Modenschau läuft jetzt ganz irre. Mami und ich im Partnerlook. Wie zwei Schwestern.
Wir können die Herbstkollektion nicht noch im Frühjahr zeigen. Ich mach das nicht normal. Die alten Modelle werden verkauft. Da ist doch gar kein Problem. Flora, die passen jetzt auf wie die Schießhunde. Weißt du was? Ich hol dir mal ein Bierchen. Oh, wer hat mir bloß in den Nesseln gesetzt? Für die paar Piepen. Wer hat denn sonst dein Honorar gezahlt? Das ist ja wohl reine Schikane, dass sie mir die Zulassung nicht verlängert haben. Weißt du, da lässt sich schon was arrangieren. Ja, ich kenne da ein paar Leute mit Einfluss. Alte Verbindung. Das würdest du für mich machen. Ich kann schon dafür sorgen, dass du deine Zulassung wiederbekommst. Mensch, Flora, wenn das klappt. Ja, nur Jeanettchen. Nackt können wir nicht auftreten. Nee. Ja. Sehr schön. Dankeschön. Ja, das wird ja immer mehr. Dafür stelle ich auch eine völlig neue Schau vor. Den letzten Trend. Wieso 5 Vorstellungen? Sie sind pro Tag 2-mal aufgetreten. Also 4. Was wollen Sie denn? Sie haben doch Ihren Beleg. Inzwischen habe ich genug Angebote. Ja, aber wenigstens die Reisekosten sollten wir... Sie wohnen hier im Heim und berechnen jede Tour extra. Seit wann sind Sie ein Bürokrat? Nicht doch. Die Revision. Eine Dichterlesung wäre natürlich billiger, ne? Eine so schöne Frau. Und hart wie Pudding? Mm. Darüber könnte man bei einem Glas Wein mal reden. Ja, längst fällig. Wenn Sie nächstes Mal kommen, werde ich dafür sorgen, dass Sie ein Einzelzimmer haben. Einverstanden? Hat sich eigentlich noch jemand für Ihre Gewerbegenehmigung interessiert? Ich werde mir wohl für Sie was einfallen lassen müssen. Kinder, los! Beeilung! Bist du denn immer noch nicht fertig? Mensch, Ilona, sei doch nicht immer so lang. Oh, Kinder, aber nicht hier so. Rieke! Kommt bitte! Bitte, meine Damen, Sie werden erwartet. Bitte schön. Ja. Ich denke, Sie werden zufrieden sein. Dankeschön. Komm, Rieke. Meine sehr verehrten Damen und Herren, unsere Mannequins möchten sich in diesem Finale recht herzlich für ihre Aufmerksamkeit, die sie unserer Frühjahrskollektion entgegengebracht haben, bedanken. Und als Abschluss unseres heutigen Abends überraschen wir Sie mit einem extra Müller. Mach das ordentlich für den Tag. Kinder, ich habe eine Tournee. Oh, wohin? Eine richtige Tournee an die Ostsee. Oh, in der Saison. Und prima Quartier. Sag mal, kannst du? Na klar, ich habe doch alle Termine abgesagt. Und wie sieht's bei euch aus? Na klar. Prima. Wieso liegt denn der Dreh? Ich arbeite auf Leistung. Du hast eine Fahne. Ein Bier voll. Ah ja. Ich hab sonst Hemmung. Ich immer als komische Alte. Unterlass das. Triff nicht! Kinder, sag mal, könnt ihr schon mal einpacken? Ich hole das Geld, ja? Ja, machen wir schon. Unsere Vollmachten. Ich hab pauschal abgeschlossen. Macht sich besser. Programmgestaltung, Kostüme, Benzin, gehört alles zusammen. Ich werde meine Rechnung schon aufmachen. Ganz schön schattig geworden, die Flora. Die managt das schon. Maxim, bist du krank? Wenn es mit der nächsten Kollektion nichts mehr wird,
nichts. Nachtmoden. Das zieht. So richtig munter werden die Leute erst, wenn sie was zu sehen bekommen. Und die historische Schau wird ausgebaut. Ach. Rickchen. Raffiniert, was? Nicht mal teuer. Für dich? Na, da kann ich ja gleich nackig rausgehen. Meine Tochter ist doch nicht etwa verklemmt. Na, stell doch mal das Getudel ab. Flora Herfurth hier? Ach, Jeanette, du bist. Nein, ich habe jetzt eine wichtige Besprechung. Nein, nicht doch am Telefon. Nein, du kannst nicht kommen. Ja, bis morgen. Willst du Jeanette abhängen? Ach, die wird aufdringlich. Wieso? Du sitzt auf den Sachen, Mädel! Wo willst du hin? Mit Dirk verabredet. Bam, 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 bam. Ja! Ricke, wir probieren doch nicht zum Spaß! Ja! Nee, 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 das ist doch nicht komisch. Ihr müsst erst unnahbar sein und dann Stimmung. Das ist der Effekt, ja? Also, bam, 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 bam. Bam, 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 bam. So einfach. Also, wie spät? Conny, zieh doch mal schnell das hellblaue Negligé an. Ich will mal was ausprobieren. Ich brauch dich nicht mehr. Ist in Ordnung. Ich muss mal mit dir reden. Es geht um die Projektion. Doch nicht jetzt. Was machst denn du für ein Gesicht? Was ist denn eigentlich los hier? Ich habe es satt. Satt, satt. Euer Fein, Conny, stell dich mal dahin. So, warte mal, etwas links. Ja. So, so, bleib mal stehen. Das ist fein. Kann man hier mal ein Bier kriegen? Nüchtern kann man das wohl nicht durchstehen. So, dreh dich mal um. Gut. So, so ein Stück, ja. Prima. Oh, das ist ein toller Effekt. Geh mal einen Schritt. Immer der gleiche Quatsch. Dieselben Bewegungen, die blöde Musik. Neulich habe ich einem eine geschmiert. Ich dachte, meine Mutter flippt aus. Eine geschmiert? Er hat mir eine auf den Hintern verpasst. Lustkreise, ich würde passen. Sie tut mir leid. Läuft wie eine Maus im Rad, immer auf der Stelle. Noch eine Vorstellung und noch eine Vorstellung, wie eine kaputte. Und du läufst mit? Ich habe mir mein Moped selber verdient. 3 Mopeds könnte ich mir jetzt kaufen. Willst du eins haben? Du spinnst. Na ehrlich, wäre doch klasse, oder? Geh noch zu deinem Vater zurück. Warum eigentlich unternimmt meine Mutter überhaupt nichts, um ihn wiederzukriegen? Ich weiß was. Ich gehe in die Boutique, probiere den teuersten Mantel an und gehe damit hinaus und lass mich schnappen. Das hättest du drauf. Wetten, dass meine Eltern prompt funktionieren? Total kindisch. Ach, ich hab gewusst, dass du stur bist und trocken wie eine Makrele. Mit deinem Vater kannst du doch reden. Steig schon auf, Kleiner. Tangiert mich nur peripher. Was soll ich bloß machen, Dirk? Nein, schon der kleine Hilfemann. Ich will mehr. Immer mehr. Um die ganze Welt will ich fahren. Hör mal zu, ob du den Text gut findest. Ich lass neu drucken, weißt du? Werbeprospekte und Engagementszusagen. Wirkungsvoller aufgemacht mit Bild. Ich glaube, ich nehme das mit Conny. Das Mädchen hat Ausstrahlung, das habe ich immer gesagt. Ja, das hier. Also ich lese dir den Entwurf mal vor, ja? Morgen baue ich in Chemine 5 Wetten. Wieso? Oder du schreibst mir einen Zettel, dass ich krank bin. Hast du nichts gemacht? Bande. Och, Ricke, red dich doch nicht raus. Die Modeschauen sind abends, 2 Stunden, die du sonst vom Fernseher vertrödeln würdest.
Außerdem habe ich dich da besser unter Kontrolle. Ich will keine Kontrolle. Ich will Vertrauen. Oh, das habe ich dir aber bewiesen. Du hast sogar ein eigenes Sparbuch. Uns geht's doch gut. Viel besser als vorher. Geh ins Ex, hol dir diesen Overall. Wir brauchen sowieso was Schickes für die Auslandsreise. Ich fahre mit Doc zelten. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Meine Mutter ist doch wohl nicht etwa verklemmt. Da war doch beschlossen, dass wir beide zusammen... Andere würden dich drum beneiden. Er sagt dann, dass ich beneidet werden will. Ja, aber du wolltest doch immer... Außerdem haben wir uns das auch verdient. Überhaupt, als meine Kinder, brauchst du sowas? Ich gehe in die Tierzucht. Dreck oder ein Schwein vorkratzen. Ich hab gewusst, dass du sowas Blödes sagen würdest. Vati versteht mich. Du warst bei ihm? Ja, mit seiner Freundin ist es aus. Hier, hörst du, sie ist ausgezogen. Das ist mir gleichgültig geworden. Es geht also um deine Chemiearbeit morgen. Dann musst du eben heute mal zu Hause bleiben. Irgendwie werde ich das schon hinkriegen. Und dann machte der gute alte Mond sein Licht aus. Und es wurde dunkel. Und dann fürchtete sich der Hefemann. So ganz alleine. Die hast du uns aber verschaukelt. Das stimmt. Naja, ich hänge ja ab. Mir riecht zu gut. Geld stinkt nicht, weißt du. Such dir doch was anderes, wenn es dir nicht passt. Ich muss unbedingt mit dir sprechen. Nun fang endlich an auszupacken. Er ist wieder abgefahren. Es ist aus. Mach da nicht draus. Das ist mir auch schon passiert. Mensch, ich hätte an deiner Stelle blau gemacht. Geh nicht das was an? Frieda, lauf und Umkleidehilfe. Können wir in der Tat gebrauchen. Ach komm, wir machen jetzt ein bisschen schnell, ja? Wieso, was ist denn das, eine Sonnenmucke? Nee, ich werde abgeholt. Ein Dollar, Mann. Wieso? Mit einem Zitronen. Conny, bitte. Der hat sich verpflichtet. 3 Jahre nach Moskau. Ich hab's immer gewusst. Ein Rennpferd und ein Ackergau. Passt nicht zusammen. Mensch, stimmt, ist ja mal nicht schwer zusammen. Ja, was hast du denn vom Mund? Lass mich mal durch. Komm, wo ist denn denk noch daran, du musst die Modelle von Friederike noch übernehmen. Ich kann nicht. Es gab einen richtigen Krach. Na, der ist mit der Nachricht gekommen und hatte sich so gefreut und wollte mit mir feiern. Aber ich musste ja weg. Du machst da mal, ich hab's eilig. Na komm, entspann dich. Denkst du was Schönes? Bitte. Brauchst du eine extra Einladung? Mal die günstigsten Modelle. Renate, wir müssen umstellen. Du gehst mit Janet raus. Ich bitte keine Diskussion. Ja, zieh dich sofort um. Ein Durcheinander. Lächeln. Ja, gute Nacht. Conny, bist du fertig? Geld nicht im Schlaf.
Ist er das? Ich verstehe dich nicht, Conny. Schönen Abend. Das Geld von Friederike steht dir doch zu. Flora, ich habe es dir zuliebe getan. Nimm es, aber schreib es nicht in dein Buch, logisch. Flora, ich habe mich entschieden, ich steige aus. Endgültig. Doch nicht etwa wegen deines lieben Gatten. Das auch. Weißt du, du bist so anders geworden. Ganz anders. Na, und wie du dein Geschäft hier in Schwung hältst. Aber Conny, morgen ist wieder alles ganz seriös. Mit Garderobe und allem. Und Friederike tanzt natürlich auch morgen an. Hm? Axel. Spät genug. Die Schule läuft doch auch ohne mich, Flora. Tschüss. Tja, da kann man nichts machen, sagte der Fuchs und stieg vom Esel. Endlich kann ich's loswerden. Ich brauche einen Ersatz für Conny. Die Kripo ermittelt bei uns im Betrieb. Da kannst du ja auch nicht mehr bei mir auftreten. Ich hab gekündigt. Der nächste Auftritt ist schon morgen. Ich hab gekündigt. Was? Was soll ich denn machen? Du bist wirklich so dumm, wie du dick bist. Du musst mir helfen, Flora. Ich hab Angst. Ich hab Angst, dass es rauskommt. Die Fähnchen sind längst verkauft. Was ist mit meiner Zulassung? Du wolltest dich doch darum kümmern. Ich meine, da könnte ich doch woanders auftreten. Ich konnte deinetwegen nicht noch zusätzliche Scherereien riskieren. So ist das. Du hast mir nur hingehalten. Das waren alles leere Versprechungen. Nimm die Kündigung zurück und verhalte dich unauffällig. Dich lässt alles kalt, wa? Aber du wirst da umsehen. Ich habe alles aufgeschrieben. Alles. Die Preise für die abgetingelten Fähnchen, deine Abrechnung, den ganzen Betrug. Ja? Alles notiert auf Heller und Pfennig mit Ort und Datum. Und heute kommt noch eine tote Seele hinzu. Die Gardobiere. Und ich frage mich, ob du überhaupt eine Gewerbe in dem Junk hast für dein ganzes Spektakel. Sollen das? Lass mich raus. Mensch, Annette, mach doch keinen Blödsinn. Du wirst an mich denken. Halt an! Sag mal, bist du verrückt geworden? Wenn ich schon hochgehe, dann gehst du mit. Das garantiere ich dir. Adios, große Managerin. Ich denke, du schläfst. Na, Frau Herford. Sieht so deine Chemiearbeit aus? Dass du dich nicht schämst. Warum? Ich stelle dich frei, laviere mit dem Arrangement. Bin ich deine Angestellte? Bekommst kein Honorar von mir? Du hast mein Vertrauen bitte enttäuscht. Dass du so unter Vertrauen verstehst. Dass ich nicht mit Dirk schmusen darf. Du bist nicht mal 16. Fragt sie denn, ob ich 16 bin, wenn sie mir den Hintern kloppen? Ich gehe dann. Wiedersehen, Frau Hafer. Tschüss, Rieke.
mein liebes Kind. Kind. Ich bin kein Kind mehr. Hast du Angst, dass es dich alt macht? Also, manchmal bist du wirklich sehr schwierig. Rike, du kannst aussteigen, wenn du willst. Jede Zeit. Wir brauchen uns doch. Du brauchst mich nicht. Ich gehe zu Fati zurück. Nein. Es stimmt gar nicht, was ich dir erzählt habe von ihm. Dass es aus ist mit dir. Ja, aber warum hast du denn da... Ich dachte, du wirst zurückgehen zu ihm. Bitte, bleib bei mir. Du warst immer so stolz auf mich. Du begreifst überhaupt nichts. Ich will nicht so werden wie du. Die Polizei hatte Jeanette als Diebin diverser Kleidungsstücke ausfindig gemacht und so führte die Spur auch zu Flora Herford. Flora Herford hatte ihre Steuerschulden um 62.000 Mark verkürzt, zudem hatte sie sich des Betrugs an ihren Vertragspartnern und durch Hehlerei von entwendeten Kleidungsstücken strafbar gemacht. Flora Herford wurde zu einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren und 6 Monaten verurteilt. Zusätzlich musste sie eine Geldstrafe in Höhe von 5.000 Mark zahlen. Jeanette Krüger musste sich wegen Diebstahls verantworten. Der durch sie angerichtete Schaden betrug 8.750 Mark. Sie wurde zu einer Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 8 Monaten auf Bewährung und einer Geldstrafe von 1.000 Mark verurteilt. Beide Angeklagten mussten zudem den von ihnen verursachten Schaden ersetzen.